Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video werde ich dir einen Tipp verraten, wie du auf einfache Art und Weise mehr verkaufen und leichter rekrutieren kannst. Viele Networker versuchen immer und immer wieder über das Thema Geld andere Menschen für das eigene Geschäft zu motivieren und zu begeistern. Daran ist grundsätzlich nichts Falsches, wenn es die richtige Motivation für den Gesprächspartner ist. Aber wenn du mit dem falschen, wenn du mit dem falschen Ansatz die falsche Person ansprichst, ja, dann wird es nicht funktionieren. Wenn du mit einer Person sprichst, die das Thema Geld motiviert, ja, dann bist du da richtig. Wenn du aber eine Person vor dir hast, die jetzt mit dem Thema Geld nichts anfangen kann oder keinen Grund hat, was zu verändern, dann bist du da einfach mit deinem Anliegen an der falschen Person. Das heißt aber nicht, dass die Person jetzt nicht für dein Produkt oder für dein Business in Frage kommt, sondern du sprichst einfach die falschen Motivationspunkte bei der Person an. Ja, so, und da gibt es eine ganz einfache Lösung, und zwar finde das Problem. Ja, stelle Fragen, um das Problem der Person herauszufinden. Und du kennst ja sicherlich dieses Sinnbild, wenn jemand in den Baumarkt geht und einen Bohrer kauft, dann will er nicht den Bohrer, ja, oder er will nicht die Eigenschaften des Bohrers wissen, sondern er will da damit einen Zweck verfolgen, nämlich ein Loch in die Wand bohren, um vielleicht ein Bild aufzuhängen, ja. Und wenn du jetzt sagst, nehmen Sie den Bohrer, damit können Sie super dieses Bild aufhängen, weil das ist für große Bilder geeignet, also das, was Sie suchen, dann hast du sein Bedürfnis angesprochen, und dann wird er viel leichter den Bohrer kaufen, als wenn du ihm jetzt was über die Härte des Stahls oder, ja, oder solche Dinge halt eben erzählst. Also ich denke, du weißt, was ich damit meine. So. Und jetzt gilt es einfach in dem persönlichen Gespräch, wenn du im Gespräch bist, herauszufinden, ja, was ist denn so der Motivationspunkt deines Gegenübers? Und da kannst du einfach Fragen stellen, allgemein zu Beruf, zu seiner Familie, Lifestyle, Motivation. Ich gebe dir da auch gerne ein Beispiel. Stell dir mal vor, du hast jetzt, du bist unterwegs und hast jetzt einen netten jungen Mann kennengelernt, und du denkst, Mensch, der wäre optimal für das Unternehmen, ja, der wäre optimal für meine Downline, den hätte ich gerne. So, und jetzt sprichst du den an, ja, und ihr trefft euch, ja, trinkt einen Kaffee zusammen, wie auch immer, und ihr kommt jetzt ins Gespräch, und jetzt fängst du an, über das Thema Geld zu sprechen und versuchst, den mit Geld zu motivieren. Geld ist aber jetzt gar nicht so sein Antreiber, sondern er arbeitet im Einzelhandel, ja, und sieht am Wochenende, muss halt Wochenende arbeiten, wenn seine Freunde, on Tour gehen. Er ist eigentlich immer bis spät abends im Geschäft, ja, sieht seine Kinder kaum. So, und das wäre für ihn jetzt vielleicht ein viel größerer Antrieb wie das Geld. So, und wenn du jetzt aber nur über Geld, Geld, Geld sprichst, dann sprichst du den Hauptgrund nicht an. Aber wenn du jetzt zum Beispiel fragst, Mensch, was machst du denn momentan? Ah, im Einzelhandel, super, macht dir Spaß, ja, alles toll, ja. Und gibt es was, was du dort gerne verändern würdest? Und dann sagt er zum Beispiel, ja, also ich muss halt super viel arbeiten, ich sehe meine Tochter nicht. Und dann sagt er, dann sagst du halt einfach, und jetzt ist wichtig, dass er sich die Fragen ja immer selbst beantwortet, ja. Und jetzt könntest du einfach fragen, wie ist denn das für dich, wenn ja, ist es, kommst du damit zurecht, oder wie ist es? Wirst du das die nächsten 30 Jahre so wollen? Oder ja, also einfach in die Richtung zu gehen, um ihn, dass er sich selber sein Problem auch bewusst wird, ja, dass du ihn einfach dementsprechend dort abholst, wo er steht, ja. Und wenn er zum Beispiel das jetzt mit der Familie ansprichst, dann kannst du auch sagen, ja, und wie ist es am Wochenende? Ja, muss ich auch arbeiten. Und ja, siehst du dann deine Freunde, oder wie ist das, ja? Und dann, naja, das ist auch so ein Thema. Er kann eigentlich nie groß mit den Leuten weggehen, weil die immer schon unterwegs sind, bis er aus der Arbeit kommt, etc. pp. Also du verstehst, was ich meine. So schafft sich die Person selbst Klarheit über ihr Problem, und in dem Moment, wo sie sich dessen bewusst ist, dass sie dieses Problem hat, kannst du natürlich auch über eine Lösung mit ihr reden. Und auch jetzt würde ich persönlich nicht gleich drauf einsteigen, würde sagen, Mensch, auch bei uns kannst du das und das und das und das und das alles verbessern, sondern kannst sagen, Mensch, kann ich verstehen, dass dich das stört. Hast schon mal drüber nachgedacht, das für die Zukunft zu verändern? Ja, schon, aber ich weiß nicht wie, und ja, kann ich mir jetzt noch, ich habe noch keine Idee, wie ich das machen kann. Und dann könntest du zum Beispiel hergehen und könntest sagen, okay, schau mal,
habe ich vielleicht eine Lösung für dich. Ich weiß nicht genau, ob es für dich passt, aber schau es dir einfach mal an und dann lass uns einfach nochmal in Ruhe drüber sprechen. Also so kannst du das auf eine sehr einfache, charmante Art und Weise rüberbringen, so dass er quasi selbst derjenige war, der die Informationen angefordert hat. Ja, ist eine super einfache Technik, aber es funktioniert. Und wichtig ist aber bei dieser Sache hier, dass man sich immer so ein bisschen selbst rausnimmt, sondern einfach die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellt und dass der Interessent sich dann selbst die Antwort gibt. Wichtig ist hier einfach zuhören, ja, und Fragen stellen und dann zuhören. Ganz wichtig. Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Ach so, bevor ich es vergesse, das kannst du natürlich auch im Verkaufsgespräch anwenden. Ja, das war jetzt ein Beispiel fürs Rekrutieren. Aber wenn du jetzt ein Produkt verkaufst, ist es genau das Gleiche. Wenn du weißt, welches Problem die Person hat, dann kannst du es auch sehr einfach dann der Person nahebringen, dass dein Produkt die ideale Lösung dafür ist. Okay, in diesem Sinne, teile das Ganze mit deinem Netzwerk, wenn es für dich hilfreich war. Ich hoffe, ich konnte dir ja hier einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen hoch, freue ich mich immer drüber. Oder ja, wenn du Fragen hast, gerne einfach die Kommentarfunktion nutzen. Und ja, wenn du Lust auf eine Zusammenarbeit hast, findest du unterhalb des Videos genau alle notwendigen Links, wo du dich gratis informieren kannst, alles kostenlos, unverbindlich, kannst dir einen kompletten Überblick verschaffen und wenn du dann Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann kannst du alle Infos über die Links unterhalb des Videos finden. Ja, in diesem Sinne, alles Gute, maximalen Erfolg und wichtig, Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.